Und zurück in Assassin's Creed, Leute. Wir reisen nach Mykonos. Offene Gewässer! Wir sind erhöht das Tempo! Und ich denke mal, dass wir hier einiges an Seeschlachten machen werden. Ich schau nochmal, habe ich es richtig angewählt? Also, wo waren das hinreisen? Genau, Mykonos. Dann schauen wir doch mal. Ich mache das Blutwachgerät an, Leute. So. Ich muss ganz ehrlich sagen, jeder mag das so gern hier mit dem Schiff und so, aber weiß nicht, irgendwie ist das nicht so mein Ding. Guck mal, die greifen uns jetzt hier nicht an. Greifen wir sicher an, sehr schön. Machen wir so. Die Länge haben wir auch noch hinten drauf, den können wir auch mal abliefern dann bei Gelegenheit. Der überhaupt? Wir schauen mal auf die Karte schnell. Wenn der auf dem Weg liegt, dann liefern wir den gleich ab, würde ich sagen. Ah, das ist unten Naxos, ist der, okay. Dann können wir den später dann... Nee, warte mal. Begib dich nach Mykonos? Kira finden. Wir müssen eigentlich hier hin, oder? Okay, ja, dann machen wir erst das hier und dann gehen wir danach hier runter. Dann liefern wir die gleich ab. Das Meer ist schön ruhig, so gefällt mir das. Nicht viele Schiffe. Das liegt aber hinter der Insel, glaube ich, oder? Das liegt hinter der Insel. Wir müssen also einmal rumreisen. Gehen wir da ein bisschen rüber. Da ist ein Banditenschiff, die werden sich bestimmt angreifen. Mag ich doch. Ruder ins Wasser! Thank you.
Okay. Läuft. Auf geht's. So, da vorne ist es schon. Dass wir hier einen Hafen anstellen können. Aber ich glaube, das sieht gut aus. Ja, da ist ein Hafen. Da können wir anlegen. Okay. Wir gehen hier an Land. Mykonos. Okay. Du hast das Töten meiner Entführer mehr als wettgemacht, Söldnerin. Danke. Halt dich aus Ärger raus, in Ordnung? Wir werden sehen. Gib mein Geld für etwas Sinnvolles aus. Und wünsch mir Glück. Viel Glück. Ah, viel Glück. Okay. So, Escort-Service abgeschlossen. Dann können wir eigentlich gleich zu der anderen Insel rüber. Oder wir holen uns verdiente Aussichtspunkte. Wäre, glaube ich, nicht schlecht, weil wir dann hierher reisen könnten. Ja, wir holen uns dann die Aussichtspunkte. Eigentlich könnte man die Insel gleich abschließen, weil die ja eh nicht groß ist. Oder? Wenn wir schon hier sind. Ja, groß ist er nicht. Komm, wir machen die Insel fertig hier. Tempel der Artemis. Mykonos ist viel betriebsamer als Kefalenia. Markus würde es hier gefallen. Befehlszauber ausschalten. Wo ist der? Wir stellen keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt. Ich sehe keinen Befehlszauber. Da hätten sie eine riesen Festung. Yeah.
Okay, schauen wir doch mal gleich, wo der nächste Aussichtspunkt ist, da hinten. Ich denke mal, der wird da oben sein, auf der komischen Statue. Statue der Artemis Agrotera. Die Artemis des wilden Landes, die Herrin der Tiere. Die andere Insel müsste da hinten sein. So, okay. Dann würde ich sagen, das machen wir nicht. Militärlager. Ja, wir gehen mal hier runter, würde ich sagen. Schauen wir, was unten ist. Jetzt können wir ja überall runterhüpfen, ist ja gar kein Problem mehr. Ich mache mich unsichtbar. Ah, die Inseln sind echt cool gemacht. Fällt mir ganz gut. Ist zwar im Endeffekt immer irgendwie ein bisschen so das Gleiche. Also ich finde, man hat jetzt nicht so viele extrem unterschiedliche Kulissen oder so, aber so war es ja auch früher nicht. Also von dem her ist es schon in Ordnung, aber auf jeden Fall trotzdem cool gemacht. Da war doch was, oder? Da. Lager. Komm, wir gehen nicht lauter rein. Wir machen das schnell hier. Okay, dann haben wir den schon mal. Wir schauen gleich nach dem Schatz. Leute, ich gehe jetzt hier ein bisschen schneller durch. Wir machen jetzt im Schnelldurchlauf, Leute. Andere Schätze hier. Snacken. Müssen wir das machen auch, dass wir ein bisschen Kohle generieren, Leute. Das hilft nicht. Also dem ist es schon okay. So, wo haben wir das nächste? Hier oben. Es ist eh nicht viel. Hätte ich nicht verfügbar. Was ist da los? Achso, weil wir noch im Kampfgebiet sind. Weil wir noch im Kampfgebiet sind oder waren. Aber es geht so auch.
Eine Höhle ist hier auch. Da vorne, okay. Ich mache halt immer gern die Fragezeichen, Leute. Also wenn ihr das Spiel mal holt, macht ruhig die Fragezeichen so gut wie es geht. Weil ab und zu können versteckt, wirklich versteckte Orte da sein. Komische Gräber da, wo ihr halt Fähigkeitspunkte einfach mal so kriegt. Und das ist bestimmt nicht schlecht, wenn man da ein bisschen mehr hat. Ich weiß ja nicht, ob das genau ausgeht bis zum Schluss oder ob man extrem viel übrig hat. Das weiß ich eben nicht. Das sehen wir dann zum Schluss raus. Alpha-Tier erledigen, alles klar. Da ist der Wolf. Alles klar. Ist fertig sein, oder? Jupp. Alles klar. Okay. So, dann ist hier unten noch was. Wenn wir uns das gleich und dann gehen wir hier wieder hoch und dann würde ich sagen zum Schiff wieder. Ein kleines Ründchen. Und wir sind 29, Leute! Yeah! 21 Level noch, dann haben wir Max-Level schon erreicht. Okay, das heißt schon, das ist schon noch ein ganzes Stück Arbeit. Aber wir kommen der Sache näher. Und ich hoffe mal, dass... Ihr habt es ja bestimmt schon in der vorletzten Folge, glaube ich, habt das eh gesehen mit dem Kultisten. Ich hoffe mal, dass wir jetzt den bald mal finden dann. Die ist ja abgehauen dann. Und wollte uns hier in der Halle da verbrennen lassen. Ich hoffe mal, dass sie auf die anderen Insel dann ist. Da, wo die unsere Mutter ist, Myrine. Also, die ist da, ach nee, oder? Okay. Das ist wahrscheinlich schon wieder schön mit Haie. Wir haben sonst nichts zu tun. Bin hier schon was? Boah, die Musik schon, Leute. Schatz plündern. Hier ist einer. Und noch ein. Wahrscheinlich hier drin. Schon hier war noch was. Wie kommen wir wieder raus, ey? So, wir markieren gleich die nächste. Oh. Das ist doch die Festung, oder? Ich habe keinen Bock auf die Festung. Die dauern immer ewig lange. Aber es sieht so aus wie eine Festung. Ja, ist eine Festung. Meine Fresse. Was müssen wir hier machen? Nee, Leute, komm. Das machen wir jetzt nicht, weil das dauert mir auch zu lange jetzt. Das mache ich mal offscreen dann, würde ich sagen, aber jetzt im Let's Play, glaube ich, mal die Festung. Ihr habt eh schon ein paar gesehen, wie das geht. Immer langsam reinschleichen.
Aber ich habe jetzt keinen Bock auf die Festung. Und wo schauen wir das Fragezeichen, wa? Hier hinten, also müssen wir hier einmal rum. Hier wäre noch eine Höhle, das können wir dann auch noch schnell machen. Komm, wir gehen gleich zur Höhle. Die Gegend wird gut bewacht. Ja, das weiß ich. Das ist so ein kleiner Kritikpunkt, muss ich sagen, im Spiel, weil halt das mit den Festungen ist halt immer mehr das Gleiche. Du musst immer zwei, drei Befehlshaber ausschalten, Kriegsvorräte verbrennen, fertig. Und kriegst im Endeffekt einen Scheiß. Es droppt nichts Gescheites. Das ist, keine Ahnung. Du hast, wie soll ich sagen, du hast keinen Anreiz, dass du da reingehst. Und es wird auch nicht irgendwie in irgendeine Wertung mit aufgenommen, dass du eine Festung abgeschlossen hast. Also denke ich mal auch nicht, dass es relevant ist für irgendeine Trophäe oder sowas. Wenn wir natürlich Hauptstory-mäßig in eine Quest, in eine Festung rein müssen, sorry. Ja, ist klar, dann gehen wir natürlich da rein, aber so werde ich es jetzt ein bisschen schauen. Ostragon-Rätsel finden. Das würde ich echt ein bisschen hinten dran lassen. Hallo? Was ist denn los? Back? Hallo? Hallo? Leute? Papa ist hier. Hallo? Okay. Was ist denn los? Ich glaube, ich kann die gar nicht töten, oder? Ich würde aber gerne die blöde Festung, das blöde Rätsel finden. Ich muss sie bestimmt später rein irgendwie von der Quest erledigen, 100 Pro. Jetzt sehen wir natürlich nicht das blöde Ostragon-Rätsel. Oder Ostrakon. Nehmt, wie ihr es wollt, Leute. Führer wird uns zum Sieg führen. Ich reiße jeden in Stücke, der sich dir in den Weg stellt. Ja, mach mal. Ich würde gerne das Rätsel finden. Da ist es auch. Oder? Nee. Hier ist es. Okay, wird abgeschlossen. Okay, das ist anscheinend eine Questhöhle. Bevor ich schon davon keinen Steigergriff machen kann. Aber okay. Reden kann ich hier auch mit auch keinem. Da würde schon so passen. So, wo sind wir gekommen? Von hier. Weg. Jo, mach mal. Okay, da haben wir noch ein Fragezeichen. Und dann müsste es hier eh schon wieder abgeschlossen sein. Außer die Festung. Aber die lassen wir. So, wir haben jetzt noch ein Fragezeichen. Hier. Und diese ganzen Dinge hier im Wasser, die werde ich mal machen. Irgendwann später. Ich habe keinen Bock auf die Wasserdinger. Genau, und dann würde ich sagen, geht's danach nach Naxos. Oh, jetzt habe ich schon wieder eine Quest gekriegt.
von hier! Hier werden sie besonders wachsam sein. Yep. Können sie ja. Nein, geh runter, du elendiges Vieh! Sag der Welt auf Wiedersehen. Wir müssen ja irgendwo sein, wo ist denn bitte Befehlshaber? Da ist er. Jemand hat keine Kosten gescheut. Läuft! Vier Schätze sind hier.
machen die denn alle sein? Okay, eins. Hier ist nichts mehr. Okay. Muss hier unten noch was sein? Kann ich jetzt auch nicht rein? Irgendwo hinten muss noch ein Schatz sein. Hier unten. So. Ostrakon-Rätsel. Das ist hier oben gewesen, glaube ich. Einen Schatz, ein. Oh, wieder einer.
schönes Schwert. Oh, wo ist jetzt dieses blöde Rätsel? Irgendwo war das hier doch. Ah, da oben. Gut. Dann wäre das auch abgeschlossen. Sehr gut. Gut, dann haben wir... Oh, hier ist eine Quest. Plündere die Truhe. Ah, das brauchen wir jetzt nicht. Jetzt würde ich sagen... Was ist denn hier? Okay, begib dich nach Mykonos. Haben wir doch, oder? Wir müssen hier noch mit jemandem reden. Okay, müssen wir noch mit jemandem reden. Okay, wir bezahlen mal schnell das Kopfgeld. Dann haben wir jetzt unsere Ruhe. Und Mykonos. Zwei Seiten derselben Münze. Delos, der heilige Geburtsort von Artemis und Apollon. Und Mykonos, wo die Leute alles tun, was auf Delos verboten ist. Lies es mir nochmal vor. Söldnerin mit dem Adler, das bist du. Podarkes, der grausame Herrscher von Delos, stiehlt das Geld aus unseren Taschen und das Essen aus unseren Mündern. Und all das für seine Unersättliche. Ja, seine unersättliche Macht hier. Podarkes gehört zu Ihnen, Barnabas. Zu denen, die meine Familie verfolgen. Lies weiter. Wir sind eine kleine, schlagkräftige Rebellengruppe, die dich gut bezahlt, wenn du uns hilfst, unseren Unterdrücker zu stürzen. Ich bete, dass der Wind dich schnell zu unserer Küste führt, Söldnerin. Unser Volk leidet. Unterzeichnet mit Kyra. Hey. Ich hole mir Podarkes Kopf. Die Rebellen werden mich zu ihm führen. Dies sind so schöne Inseln, Cassandra. Besuche wenigstens das Heiligtum des Apollon, bevor du Köpfe rollen lässt. Steht da, wo diese Kyra ist? Zwei Orte sind markiert. Ein Lager an der Nordwestküste und ein Versteck, das aussieht, als wäre es unterhalb der Stadt. Oh, genau da waren wir vorher. Ich sollte diese Kyra treffen. Ich halte das Schiff bereit, falls wir wieder überstürzt abreißen müssen. Das war Kefalenia. Und es war vor allem deine Schuld. Haha, Chere, Cassandra. Chere, Barnabas. Oh, jetzt waren wir da vorher schon. Okay, Rebellenverstecke. Höhle oder der Stadt, das ist die hier.
Okay, Leute, müssen wir nochmal machen. Sorry. Dann können wir uns wenigstens die Stadt hier ein bisschen angucken. Gibt es hier vielleicht einen Eingang? Oder Wassereingang oder so? Nee, scheiße. Da ist das Rebellenversteck. Ja, das weiß ich doch. Ah, können wir gleich reingehen, oder? Scheint ein guter Ort für ein Versteck zu sein. Geil gemacht. Kommen von der anderen Seite praktisch rein. Ich suche nach einer Frau namens Kyra. Ich habe ein Hilfegesuch von euch erhalten. Daneben. Bitch. Willst du spionieren? Athenerin? Vielleicht bist du auch Athena persönlich. In einer schmutzigen Verkleidung. Ich sehe keine Rebellen, sondern einen Haufen Betrunkener. Ich bin eine verkleidete Göttin. Ja, ich bin eine Göttin. Hältst du es für klug, erst Messer zu werfen und dann Fragen zu stellen? Hodakis und seine Männer haben uns gnadenlos gejagt und brutal ermordet. Seine Spione sind überall. Er wird nicht ruhen, bis alle seine Gegner tot sind. Wir sind alles, was vom Widerstand übrig ist. Könnte vielleicht ein Kultist sein. Ein Kultist oder... Das ist die erste Nacht, in der wir nicht um unser Überleben kämpfen. Und es könnte die letzte sein. Und plötzlich tauchst du hier auf. Deswegen bin ich hier. Das ist dein Zeichen, oder? Du bist die Söldnerin mit dem Adler des Zeus. Bitte verzeih mir. Es sind gefährliche Zeiten für alle, die Krieg gegen das Athener-Imperium und den Delisch-Attischen Seebund führen. Ich bin Kyra. Ich kam, um euch gegen einen Mann zu helfen, nicht um Krieg zu führen. Deshalb hat sich unsere Rebellion nicht nur an die mächtige Kassandra gewandt, sondern auch an Sparta. Hodakis hat das andere Lager entdeckt und lässt es von Athener Soldaten angreifen. Malakka! Deine Rebellen sind zu betrunken, um zu kämpfen. Überlass die Soldaten mir. Wenn du glaubst, ich ließe mir die Gelegenheit entgehen, Athener zu töten, bist du die Betrunkene. Ist das geil. Mm-hmm.
Okay, dann schauen wir doch mal. Hat Sparta auf deine Nachricht reagiert? Kurz vor dir sind ein Polemarch namens Thaletas und eine Handvoll Spartiaten auf Mykonos gelandet. Und wir sind auf dem Weg zu ihrem Lager, nicht wahr? Thaletas braucht unsere Hilfe, auch wenn er es nie zugebe. Gleich hab ich dich! Spartaner. Ja, super. Ich habe immer ein Pferd. Rufen, Mensch. Komm, wo bist du? Na los. Das Blut in Wallung. Ich sollte mit dem Spartaner reden. Ich kann ja nicht, wenn ich hier erst die Söhne erledigen muss. So, okay, dann haben wir den erledigt. Wo muss ich hin? Da hoch. Oh, noch einer. Oh, der ist 30, leck mich am Arsch. Okay, der wird ein bisschen heftiger. Oh,
Okay, Leute, dann würde ich aber mal schauen. Wir werden jetzt schon mal das Kopfgeld wegballern, weil sonst kommen hier immer noch mehr. So, okay. Schon wieder neuen Söldner entdeckt. Okay, wenn wir den getötet haben, wahrscheinlich. Okay, was erzählst du uns? Sprich mit dem Anführer. Ja, wie denn? Hallo? Oh nee, lass dich nicht verbuggt sein jetzt. Ist der verbuggt oder was? Telita, schwerer Soldat. Jetzt aber. So, jetzt ein Pferd runterkloppen hier. Gut gekämpft, Kyra. Du auch. Spartiaten? Das war ich. Aber das ist schon lange her. Einmal Sparta, immer Sparta, Fremde. Wie heißt du? Das ist Kassandra. Ich habe dir von ihr erzählt. Man nennt mich Thaletas. Ich war der Polemarch der Spartaner hier. Wahr? Unsere Schiffe wurden versenkt, die Feldherren getötet. Nur ich und 12 andere sind noch übrig. Wir alle haben Freunde im Krieg verloren. Und wir werden später um sie trauern. Sie hat recht. Wir sollten hier nicht herumstehen, getränkt in Athener Blut. Im Versteck sind wir sicher. Lasst uns dort reden. Kommst du jetzt mit zum Versteck oder triffst du uns später dort? Vergeuden wir keine Zeit. Wir gehen jetzt zum Versteck. Hoffen wir mal, dass wir jetzt dahin porten. Wir laden wieder. Wie lange, bis Podarkes uns findet? Wir sind direkt vor seiner Nase. Er trägt seine Nase so hoch, er würde die Statue der Artemis Akrotera nicht finden, wenn er auf ihr stehen würde. Wir wissen, wo er lebt. Ich sage, wir treten die Tür ein und rammen ihm unsere Speere ins Gesicht. Das ist ein lausiger Plan. Die spartanische Phalanx ist im Kampf an Land unüberwindbar. Nicht, wenn ihr nur 12 Mann seid. Du denkst mit deinem Herzen. Das mag ich so an dir. Aber du bist jetzt der Befehlshaber dieser Männer. Du musst mit dem Kopf denken. Ihr versteckt euch nur in Höhlen und lauert im Schatten. Wir kamen nicht, um uns zu verstecken. Wir sind hier, um zu kämpfen. Und das werden wir. Doch wir sind in der Unterzahl. Wir müssen strategisch vorgehen. Kassandra, was glaubst du, was wir tun sollten? Kyra hat recht. Ein offener Angriff wäre Selbstmord. Ihr
herzukommen, war Selbstmord. Meine Männer sind am Strand. Und dort gehe ich auch hin. Thaletas, geh nicht! Komm zu mir, wenn du beschließt, diese Rebellion tatsächlich gewinnen zu wollen. Oh, Spartaner. Lass gut sein. Er beruhigt sich, sobald er sich abreagiert hat. Aber ich bin froh, dass du mir zustimmst, Cassandra. Triff mich am Tempel der Artemis. Dort können wir besprechen, wie wir gegen Podarkes vorgehen. Oh, das wird eine lange Rebellion werden. Okay. Dann schauen wir doch mal. Plündere die Truhe. Sprich mit Kyra, da machen wir doch gleich das hier. Die war cool gemacht, die Höhle. Ja, ich glaube, dass wir vielleicht ein bisschen strategischer vorgehen sollten. Ich glaube, dass es besser ist. Wenn die eine riesen Armee haben, dann kommen die mit 12 Mann ja auch nicht weit. Wir müssen also reinschleichen, denke ich. Cassandra, wie schön, dass du da bist. Schön, dass du nicht wieder ein Messer auf mich wirfst. Ich weiß, du kommst von so weit her und ich bin so grausam zu dir. Tja, du warst nicht die Erste und bestimmt nicht die Letzte. Wir Delia sind ein nettes Volk. Oder wir waren es zumindest. Vor ihm. Podarkes. Na, da war der heute schon drin, ne? Dieser Mann jagt mich schon mein ganzes Leben. Podarkes und andere wie er wollen mich und meine Familie töten. Mit Sicherheit. Er ließ meine Familie hinrichten, als ich noch sehr klein war. Ich lebte Kultist. Auf der Straße, wurde von Jägern, Kriegern und Söldnern wie dir erzogen. Die sind jetzt meine Familie. Und eines Tages schieße ich einen Pfeil in sein schwarzes Herz. Einen für jede delische Familie, die er zerstört hat. Brauchst du nicht, das mache ich jetzt gleich. Dann lass uns diesen Jäger zum Gejagten machen. Und was machen wir mit seinen Wachen? Soldaten brauchen zwei Dinge. Ein Schwert in der Hand und Essen im Bauch. Nimm ihn das und das Problem ist gelöst. Die Kundschafter haben berichtet, dass Podarkes Vorräte und Waffen in den Ruinen auf Delos gelagert werden. Ich gehe nach Delos, suche die Lager und zerstöre sie. Oh, wir sind ziemlich weit hinten hin. Wir schauen mal. Delos. Okay, wir müssen dort rüber. Gut, Leute, das würde ich sagen, schauen wir uns aber in der nächsten Folge an. Ist doch ganz schöner Weg. Ich weiß nicht, ob wir darüber im Schiff irgendwie hinkommen oder ob wir darüber schwimmen. Ja, ich glaube, da müssen wir mit dem Schiff hin. Gut, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ruhig ein bisschen Supporter. Würde mich sehr, sehr freuen. Und bis dahin wünsche ich noch viel Spaß in meinem Kanal. Ciao, ciao. Reingehauen. Euer Andi.